The Thriving Introvert von Thibaut Meurice. Ich hatte kein Französisch, ich hoffe, ihr lacht mich nicht aus. Heute mal das Video im Querformat, weil sich eine zarte Seele beschwert hat, dass ich immer im Hochformat filme und deswegen möchte ich mal Querformat ausprobieren. Vielleicht mag ich es ja auch mehr. Also erstmal was zum Autor, Thibaut. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Er macht sein MBA in Tokio, also sein Master of Business Administration, und dort lebt er auch. Er selber ist Franzose und hat sich quasi der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben. Er führt dazu auch eine Website, einen Blog, ihr könnt es immer googeln. Oder ich hau einfach den Link unten in die Videobeschreibung. Das ist eine gute Idee. Er hat sich also der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben und möchte in seinem Leben quasi der perfekte Mensch werden. Also quasi der beste Mensch, der er werden kann. Es gibt ja natürlich kein Perfekt und bla bla bla. Aber er möchte so gut werden wie möglich von der Persönlichkeitsentwicklung her. Und dem hat er sich auch verschrieben. Und so lebt er auch sein Leben. Und dieses Buch beschäftigt sich mit einem bestimmten Menschenmodell. Wie gesagt, es gibt ganz viele Modelle. Ich habe auf einem Seminar mal gehört, dass es über 90 Menschenmodelle gibt. Und diese Menschenmodelle, die sind immer dafür da, gewisses Verhalten zu erklären. So auch in diesem Fall. Und zwar, er hat etwas nicht verstanden. Beispielsweise, dass Menschen gewisse Dinge mögen, aber er nicht. Oder er mag gewisse Dinge, die andere Menschen nicht mögen. Und das hat er nicht verstanden, woran das liegen könnte. Und in diesem Fall hat er sich mit dem Menschenmodell auseinandergesetzt, das über introvertierte Menschen redet und über extrovertierte Menschen. Hierbei liegt der Fokus aber auf die introvertierten Menschen, und zwar die quasi lieber alleine sind, jetzt um das ganz, ganz grob zu formulieren. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen, und zwar, das ist wie so ein Pendel. Also hier ist das Extrem der introvertierten Menschen und hier ist das Extrem der extrovertierten Menschen, und Menschen befinden sich immer hier irgendwo zwischen. Also es gibt selten mal wirklich Extreme, wo eine Person nur extrovertiert ist und komplett auf alle Charaktereigenschaften aufweist. Und es gibt auch selten Extreme, wo eine Person alle Charaktereigenschaften einer introvertierten Person aufweist. Natürlich gibt es auch Mischformen, also es gibt im Prinzip immer Mischformen, wenn du zum Beispiel 70-30 bist oder 30-70 oder was auch immer. Aber es ist auch selten, dass eine Person genau die Mitte ist und dass sie 50-50 ist. Also quasi, es gibt kaum Extrem und es gibt die Mitte auch nicht wirklich, aber hier gibt es natürlich sehr viele und hier bewegen wir uns auch alle ungefähr. Was ist nun aber diese Intro- oder Extroversion? Also, die introvertierten Menschen, jetzt wissenschaftlicher Ansatz, die introvertierten Menschen, die brauchen ganz, ganz grob gesagt einfach weniger Reize, um befriedigt zu sein. Jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach um gewisse Glückshormone beispielsweise auszuschütten. Wir brauchen einfach weniger. Wir können beispielsweise ein Buch lesen, wir starren einfach auf irgendwelche Zeilen und das ist für uns befriedigend. Wohingegen natürlich die extrovertierte Person oder die extravertierte Person dann auf eine Party müsste oder sich mit Freunden treffen müsste oder viel mehr Reize bräuchte, vielleicht auch einen Film schauen oder so, bei dem ja viel mehr Reize aufgenommen werden, dass die dann erst befriedigt ist. Also wenn sie auf ein Buch schauen würde, wäre sie halt nicht befriedigt. Und das ist im Prinzip so, das kann man ganz grob sagen. Wohingegen natürlich es nichts Gutes oder Schlechtes gibt. Es gibt immer nur eine, ja, du bist entweder besser an die Situation angepasst oder nicht. Also ich kann besser alleine sein, wenn eine extrovertierte Person an meiner Stelle ist, so viel alleine, wie ich das bin, dann wäre sie wahrscheinlich nicht happy. Aber wenn ich so viel auf Feiern und Partys und sonst was bin, wo alles laut ist und sonst was und viele Menschen, dann wäre ich nicht so happy wie die extrovertierte Person. Also es gibt quasi kein Gut oder Schlecht. Es gibt einfach zwei, also in diesem Menschenbild, Menschenmodell, gibt es einfach zwei verschiedene Typen. Und die sind natürlich nicht nur extrem. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig zu wissen, was man von beidem ist. Wenn man eine introvertierte Person ist, dann hast du nämlich zwei Optionen, wie du andere Situationen oder wie du Dinge dir erklären kannst. Entweder du magst etwas und die anderen mögen es nicht, oder die anderen mögen etwas und du magst es nicht. Und dann hast du natürlich zwei Optionen, wie du das interpretieren kannst. Entweder, wieso bin ich nicht wie die? Und dann zweifelst du an dir selber, warum bin ich nicht wie die, warum mag ich das nicht, warum das und das und das und das nicht. Dann hinterfragst du dich selber, was natürlich sehr an deinem Selbstbewusstsein nach, dann geht dein Selbstbewusstsein runter und dann bist du auch in so einem Abwärtszyklus. Oder du hast halt die andere Option, und zwar fragst du dich, warum sind die nicht wie ich? Und dann neigst du dazu, dass du vielleicht dir von dir selber ein recht gutes Bild hast und die über die urteilst. Also dann sagst du, ja, warum machen die nicht das, was ich mache? Warum finden die Lesen nicht interessant oder warum sonst was? Ich gönne mich auch in die Rubrik, dass ich andere Leute verurteilt habe, weil sie nicht wie ich sind. Was natürlich komplett falsch ist, was mir aber auch erst im Nachhinein klar geworden ist. Also in diesem Moment habe ich mich für mich ja richtig verhalten, obwohl, wenn man das Verhalten von außen anschauen würde, halt kompletter Blödsinn ist. Und das ist natürlich, es ist interessant, das einfach zu wissen, damit man das vielleicht ein bisschen, ja, besser abschätzen kann. Wie gesagt, je mehr Wissen, desto besser versteht man die Welt, und ich konnte mich dadurch auch besser verstehen. Und für mich war es einfach sehr wichtig, das einzusehen, dass, ja, wenn du jetzt anders bist, dass es halt, es ist okay, anders zu sein. Und
Es ist auch okay, wenn ich was anderes mag als du. Dann kommt man vielleicht nicht auf den gleichen Nenner, aber man muss ja auch keine Zeit verbringen. Es ist ja nicht so, als ob wir verheiratet sind oder so. Also man muss auch darauf achten, dass man sich selbst nicht hinterfragt, weil man selber anders ist als die anderen. Und man darf die anderen nicht verurteilen, weil die anderen anders sind als man selber. Und dann kommen wir auch noch zu den vermeintlich guten Sachen der Introvertiertheit. Und zwar statistisch gesehen können wir besser allein sein. Also wir können besser Zeit in Einsamkeit verbringen. Was natürlich jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten eine super Sache ist für uns. Für die Leute, die viele Reize brauchen oder Party brauchen und so, ist es natürlich eine ja, recht schwierige Zeit. Und was wir außerdem können, ist, dass wir im Prinzip, weil wir länger alleine sein können, sind wir auch geduldiger, statistisch gesehen. Natürlich, für mich trifft es nicht wirklich zu, ich bin eine sehr ungeduldige Person, aber statistisch gesehen sind wir geduldiger. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Charaktereigenschaft, weil wir dann natürlich länger nach Lösungen für Probleme suchen und wahrscheinlich dann auch nicht von Problem A nach Problem B springen, ohne Problem A gelöst haben, sondern wirklich Problem A gelöst. Aber auch wiederum das kann schlecht sein, indem wir dann uns bei Problem A vielleicht zu lange aufhalten. Ich hoffe, es war alles verständlich. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Ansonsten könnt ihr auch Fragen stellen in den Kommentaren oder auf Instagram. Das könnt ihr nämlich gleich auf der Endcard sehen, mein Tag. Der ist nämlich Hella Kleos. Geiler Name übrigens. Muss man sich aber selber auf die Schulter klopfen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich würde mich über ein Abo, Like, alles Mögliche freuen, weil wie ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, Peace.